Landeplatz bietet die Möglichkeit, dass die Rettungshubschrauber jetzt direkt bei uns auf dem Klinikgelände landen können. Zuvor war es so, dass die an der Starkenburg-Kaserne gelandet sind, was ungefähr 2 Kilometer Luftlinie entfernt ist. Da mussten die Patienten noch in einen Rettungswagen umgeladen werden. Das hat alles Zeit gekostet. Jetzt haben wir kurze Wege. Der Heli landet direkt hier auf dem Klinikum. Wir haben einen Fahrstuhl, der von hier oben direkt in die Notaufnahme fährt, sodass der Patient in weniger als 2 Minuten bei uns in der zentralen Notaufnahme im Schockraum ist oder wo auch immer er hin muss. Schnelle Wege, kurze Zeit. Spielt aber eine Rolle, wo du da bist.